Hallo Leute! Grüezi miteinander! Wir haben uns lange nicht gesehen oder wir haben auf jeden Fall schon lange kein Video mehr gemacht. Und ja, schon fast ein halbes Jahr wahrscheinlich. Es gibt ein Video, was wir noch die ganze Zeit machen wollten, ihr wisst ja schon wegen dem Titel. Und zwar laufen wir jetzt gerade auf die Wiese, um endlich unsere Weltreisekosten für euch zu filmen. Es kommt jetzt so spät quasi, weil wir ein bisschen was schauen mussten, was wollen wir studieren. Was wollen wir machen, ne? Dann haben wir auch viel gearbeitet. Letztendlich haben wir auch voll viel vergessen einfach. Aber ja, es war auch wirklich, wir haben wirklich Vollzeit gearbeitet, mehr oder weniger. Ja, wir haben jetzt Sommer in Freiburg, es ist August, das Video kommt wahrscheinlich ziemlich kurz danach hoch, wie wir es gefilmt haben, weil wir was super Spannendes schon jetzt vorhaben, was morgen eintrifft. Und das seht ihr dann im nächsten Video und jetzt sind wir gleich bei der Wiese, also bleibt dran. Hier gut. Hier gut, oder? So, wir fangen an mit der ersten Frage. Was hat eigentlich der ganze Spaß gekostet? Wir haben pro Person von vorne bis hinten mit Flügen, mit Krankenversicherung, mit allen Ausgaben, mit dem Auto, mit dem Surfboard und allem 12.178 Euro gezahlt jeder. Also, das ist natürlich dann umgerechnet zu dem Kurs, den wir damals in Australien hatten und so, aber also knapp 12.200 pro Person für 16 Monate und eine Woche. Pro Tag sind es ungefähr 24,60 Euro. Also knapp 25 Euro. Unten runter, das ist nicht, war ganz gut. Wir haben uns mit allem, also mit Flügen und so, wir haben eigentlich das Ziel gesetzt, ohne Flüge unter 20 Euro zu sein. Also unsere Reisekosten wirklich, das haben wir auch super geschafft. Ja, und wenn ihr euch fragt, warum wir mal nach unten schauen, wir haben hier unsere Liste. Das sind unsere Notizen. Wenn ihr wissen wollt, wir haben wirklich unsere gesamten Kosten, jeden einzelnen Tag haben wir aufgeschrieben, was wir ausgegeben haben. Und für was wir das ausgegeben haben, das bindet einfach. Unser Reisekosten-Euro war bei knapp 16 Euro. Unsere Durchschnittsreisekosten waren bei knapp 16 Euro dann am Ende. Also wir haben tatsächlich noch weniger ausgegeben als gedacht. Wir haben jetzt auch noch Geld übrig, was wir in unser nächstes Projekt stecken können. So. Das ist sehr cool. Also ihr wisst ja, wir sind 16 Monate gereist, 16 Monate eine Woche. Ja. Für Reisekosten haben wir durchschnittlich 16 Euro am Tag ausgegeben. Das variiert natürlich je nach Land und je nach wie lange man in einem Zeitraum reist und was man so macht. Aber dazu kommt noch, was wir für Flüge ausgegeben haben. Flüge haben wir 2000 Euro ungefähr pro Person ausgegeben. Ja. Und für die Krankenversicherung haben wir 614 Euro gezahlt pro Person. Wir waren bei Star Travel versichert, die gehören auch zur Allianz da. Und damit waren wir eigentlich auch ganz zufrieden, haben dann haben die ganze Rückerstattung ohne Probleme gehabt und waren zufrieden. So, Visa haben wir insgesamt noch 340 Euro ausgegeben, 300 für das Working Holiday Visum in Australien und dann noch 40 für Sri Lanka und USA. Dann haben wir noch zusammen 1700 Euro für Technik ausgegeben, die uns länger und da konsequent Erfolg haben. Wissen ja, wir haben eine Drohne verloren. Das hat natürlich da ein bisschen reingehauen. Hochgepusht. Und dann haben wir noch ein Objektiv gekauft. Aber das, was wirklich reingehauen hat, war die Drohne. Ja. Und ich glaube, das sind jetzt auch nicht Anschaffungen, die jeder tätigt. Von daher. Wenn man sich daran orientieren will, kann man das nochmal abziehen, so ungefähr. Gut, dann kommen wir jetzt dazu, vielleicht einfach, wir waren in unterschiedlichen Ländern, die Kosten in jedem Land sind natürlich ein bisschen unterschiedlich. Was bei uns definitiv nicht der Fall war, war, dass Australien das teuerste war, mit Abstand nicht. Sondern hier kommen die Durchschnittsreisekosten pro Tag, pro Land oder so. Genau. Also. Unser erstes Land war ja Thailand. Dort haben wir 17,90 Euro pro Tag ausgegeben, also ungefähr 80 Euro. Ja, dazu muss man sagen, in Thailand sind wir noch sehr schnell unterwegs gewesen, sind echt fast jeden Tag weiter gereist und so. Wir haben irgendwie auch ständig irgendwas gemacht. War viel. Tralala. Je schneller man reist, desto teurer wird es auch immer. Es geht bestimmt günstiger, es geht immer teurer. Dann das nächste Land war Bali. In Bali haben wir beim ersten Mal, also wir waren später ja nochmal auf Bali, beim ersten Aufenthalt haben wir etwas über 18 Euro pro Tag ausgegeben. Da waren wir einfach dann auch viel surfen, waren ja im Surfcamp eine Woche, das war auch ein bisschen teurer. Aber es war es definitiv so wert, also an solchen Sachen auch dann nicht sparen. Dann waren wir über 300 Tage in Australien, also 10 Monate etwa, und haben pro Tag, pro Person 16 Euro ausgegeben. Ja, dazu muss man auch sagen, dass wir halt dadurch, dass man so lange war, wir unser eigenes Auto hatten, bei vielen, also die meisten haben eigentlich umsonst geschlafen im Auto. Und ansonsten hatten wir in Perth mal eine lange Zeit eine Airbnb, die dadurch relativ günstig war. Wir haben viel Couchsurfing gemacht, Workaway oder sowas. Genau. Ja, Helpix, genau, nicht Workaway. Und das spart einfach viel Geld.
Und dazu muss man auch sagen, Australien ist halt natürlich sehr teuer, wenn man schnell reist. Ja, also zum Beispiel, wenn man nur vier Wochen ist, schnell von A nach B muss. Was mega teuer ist, einfach auch. Und viele Touren machen muss, dann wird es teuer, ja. Geführte Touren, essen gehen, trinken gehen, ist einfach alles richtig teuer, haben wir so gut wie gar nicht. Also so Alkohol zum Beispiel, gefühlt unbezahlbar. Fahrtipps kommen später noch, jetzt noch weiter zu den Kosten. Dann waren wir nochmal auf Bali, da haben wir 17 Euro ausgegeben pro Tag. Hatten da dann auch jeder einen Roller, sind damit rumgefahren. Einfach nur da eigentlich entspannten Surftrip gemacht. Und dann ging es nach Sri Lanka, wo uns viele gesagt haben, Sri Lanka ist gar nicht so billig wie Bali und so weiter. Die Erfahrung haben wir gar nicht gemacht. Wir haben pro Tag bei so 14 Euro ausgegeben. Nein, knapp 15 Euro haben wir mit 15? Na, 14. 80. 14,80. 14,80. Also, knapp 15 Euro ausgegeben. Hatten aber auch ein bisschen Pech dadurch, dass wir halt auch vielleicht verletzt waren. Ja, wir waren eine Woche, lagen wir vielleicht flach, aber wir haben dann auch Touren gemacht, wie das mit den Elefanten und sind mit dem Zug gefahren und alles. Aber Sri Lanka, dadurch, dass man mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein kann, das kostet nichts, diese Zugfahrten, als 28 Cent oder so für die Stunde Zugfahren. Das ist ganz schon günstig. Ja, und ist Essen gut. Ist eigentlich auch günstig. Genau, und dann sind wir ja nochmal 4 Tage nach Seoul gegangen. Seoul ist ein bisschen mehr in den Geldbeutel reingegangen. Seoul ist teurer. Ja, da haben wir 28,60 Euro gezahlt. Und da waren wir auch eben nur für 4 Tage, waren auch in einer Airbnb. Mhm. Uns hat aber Seoul wirklich gut gefallen. Ist auf jeden Fall wert, mal dann Abstecher zu machen. Unbedingt. Auch wenn es ein bisschen teurer ist. Ja. Und das Essen war halt auch echt, echt gut. Es ist schwierig als Vegetarier was zu finden, muss ich sagen. Aber wenn man was findet, das ist immer so lecker. Und das ist halt auch richtig geil. Ja, wir sind halt eigentlich immer essen gegangen, weil wir keine, in Seoul, keine Küche hatten, nichts. Und wir haben auch keine richtigen Supermärkte, deswegen. Ja, also da war es halt schon ein bisschen teurer. Ja, knapp 30 Euro pro Tag, aber geht auch mal, also war es auf jeden Fall wert. 20 Euro 60, ne? Knapp 30 Euro. Und dann war unser letztes Land ja noch in Peru, oder unser letztes Land war Peru. Da haben wir dann gerade nur 14 Euro 41 ausgegeben. Wir waren etwa 3 Monate in Peru, man muss dazu sagen, wir waren echt eine lange Zeit bei meiner Tante. Und das ändert jetzt natürlich diese Kosten ein bisschen ab, weil wir haben da umsonst geschlafen und auch gegessen und hatten einfach da eigentlich quasi keine Ausgaben Teil der Zeit. Auf dem Blog ist die genaue Liste mit den Peru-Reisekosten, wen das interessiert. Ich glaube, unsere Kosten in der Zeit, immer wo wir gereist sind, war der Durchschnittswert bei 24 Euro. Also ein bisschen höher. Ja, also es ist nicht ganz so günstig wie Südostasien. Nee, Peru ist teurer, wenn man wirklich aktiv reist. Also wir haben dann halt auch Touren gebucht und also Transport ist ein bisschen teurer, die Reisebusse oder irgendwie von A nach B zu kommen. Ist immer noch günstig zum Reisen trotzdem, aber also auf jeden Fall wert, um zu gehen. Ja, genau. Das waren pro Land, also man kann quasi zusammenfassend sagen, am teuersten war mit Abstand Südkorea. Allerdings, wenn man da länger ist und eine Küche hat, kann man das natürlich auch niedriger halten. Ja. Asien, Australien war alles so zwischen 16, 18 Euro. Alles ziemlich ähnlich eigentlich. Ja. Ja. Vielleicht noch trotzdem wichtig zu sagen, wir sind auch Menschen, wir haben nicht wirklich viel gebraucht. Ja, wir waren nicht groß shoppen, wir waren nicht groß feiern, Party machen. So. Das sind halt alles Faktoren, die es ein bisschen teurer macht. Ja. Wir haben sehr das einfach kommt sehr gelebt. Auf den Reisestil an. Es kommt einfach auf den Stil drauf an, wo man sagt, wenn ihr halt irgendwie mehr Luxus braucht, dann gönnt euch auch lieber. Dann nehmt aber auf jeden Luxus Fall mehr Geld mit. Und nehmt mit. Halt dann dafür mehr Geld mit. Ne? Zweiter Teil vom Video, wie haben wir das ganze Spaß finanziert? Da kommt jetzt die große Auflösung. Achtung, unser Geheimtipp. Ja, also wir haben schon gearbeitet natürlich. Ne? Und gespart. Wir haben gearbeitet und gespart, Leute. So kann man sich sowas finanzieren. Es gibt vielleicht Leute, die dafür bezahlt werden, um die Welt zu reisen. Das sind wahrscheinlich die wenigsten. Ja, wir gehören nicht dazu. Nee. Und wir haben auch mit Blog, mit YouTube oder sowas überhaupt nichts verdient. Das machen wir zum Spaß, machen wir auch immer noch zum Spaß. Und wie wir das gemacht haben, also wir sind jetzt, wir haben im Sommer 2017 Abi gemacht, sind dann im Oktober losgereist. Ich habe seit ich 16 bin schon in einem Café immer nebenher auf 450-Euro-Basis gejobbt, habe davon halt gespart, was ich konnte und habe dann im Sommer noch mal ein paar, also ein bisschen mehr gearbeitet, ein paar noch bei einem Festival hier gejobbt und so. Adrian ist ein bisschen anders gelöst. Ja, ich habe nach dem Abi einfach mal 3 Monate komplett durchgezogen. Ja, also genau. Halt Vollzeit, da ich das bei meinen Eltern gewohnt habe, hatte ich halt keine Ausgaben, konnte das ganze Geld, was ich eigentlich gearbeitet habe, mehr oder weniger zurücklegen. Bei uns beiden so, ja. Ja, habe noch ein bisschen Fußball gespielt. Genau. Das ist halt, würde ich sagen, das ist echt das Praktische, warum es sich lohnt, sowas direkt nach der Schule zu machen. Die meisten leben noch bei ihren Eltern. Ihr habt keine anderen Ausgaben, ihr könnt arbeiten, ihr könnt das Geld sparen und damit losziehen. Das ist das Gute. Hallo. Dann
Geburtstag einfach entweder was wünschen, was man für die Reise braucht. Ich habe zum Beispiel meinen Rucksack zu Weihnachten Geburtstag bekommen oder mein E-Book-Reader und sich Geld schenken lassen sonst einfach. Ist vielleicht sonst uncool, aber in dem Fall ist es einfach das Nützlichste. Viele YouTuber in unserem Alter erzählen das vielleicht nicht, aber teilweise schon so, dass oft die Eltern auch mal ein bisschen was dazu geben. Ja. So klar muss man sein. Nee, ne? Mit 18, also, die macht Abi, die Weltreise. Wir haben natürlich das, also überwiegend alles selber finanziert, aber natürlich zum Geburtstag oder so hat man eben, wie man auch schon gesagt hat, irgendwie einen Rucksack bekommen. Oder? Ja, oder mal auch eine bisschen größere Menge Geld. Ja, oder zu Weihnachten. Sagen. Ja, oder zu Weihnachten kam halt auch mal ein kleines Geschenk. Ja. Gehört auch mal dazu. Das Wichtigste ist trotzdem das Arbeiten, ja, also das ist das Wichtige. Und nicht viel Geld ausgeben. So, wir haben beide etwa dann vorab Flug, also wir hatten schon den Flug, die Krankenversicherung, die Rucksäcke, also den Hinflug hatten wir schon gebucht und dann hatten wir jeder noch 5.500 Euro, damit sind wir losgegangen und haben dann in Australien nochmal jeder etwa 10.000 Dollar verdient, also so etwa 6.000 Euro und das hat uns dann für die gesamte Weltreise gut gereicht und wir haben jetzt auch noch was übrig eben. Einen Antrag zu bekommen, weil auch immer viele Fragen mit wie viel Geld eigentlich losgehen. Wie gesagt, wir haben so 5.500 Euro gemacht, hat uns locker gereicht. Wir waren vorher noch in Asien reisen. Es kam einfach darauf an, ob ihr auf der Reise arbeiten möchtet oder nicht. Wir haben, wie gesagt, in Australien nochmal gearbeitet. Ja, klar. Insgesamt 3 Monate, meine ich. Ne? Ja, manche sind auch noch direkt nach Neuseeland gegangen, haben dort auch nochmal gearbeitet. Dann andere sind nach Chile, gibt es auch die Möglichkeit, ein Work and Travel zu machen. Also entweder ihr spart halt schon hier in Deutschland das ganze Geld zusammen oder geht halt nach Australien, Neuseeland. Australien lohnt sich echt, wenn man halt Australien lohnt sich. Und lohnt sich auch aus 1000 anderen Gründen. Ja. Aber dazu jetzt, das wird zu langsam. Teil 3 des Videos, Spartipps. Ja. Natürlich ein Teil, ja, wie wir es finanziert haben, war auch, dass wir einfach nicht so viel Geld gebraucht haben, weil wir einfach extrem günstig gereist sind. Wie wir das gemacht haben oder wo da unsere Knackpunkte lagen, wo wir sagen, da kann man echt gut Geld sparen, das kommt jetzt. Tipp Nummer 1 ist einfach ganz klar, so selbstständig wie möglich reisen, also auf Touren weitestgehend verzichten. Man kann das nicht immer, manchmal ist man auf eine Tour angewiesen. Aber wenn wir zum Beispiel jetzt, als wir dann in Peru waren, wir wollten nach Cusco, dann sind wir halt eben nicht mit Natur, mit dem Zug dorthin gefahren oder so, sondern wir haben halt möglichst die günstigere Variante genommen. Wir hatten dann einen Bus, sind nur mit dem Bus dorthin gefahren und dann den Rest gelaufen. Und so gibt es halt verschiedene Sachen. Ja, also wenn man so ein bisschen erkundigen, muss man dorthin eine Tour machen oder kann man das auch selbstständig erkunden? Ich finde, das macht dann sogar mehr Spaß, weil man fühlt sich so ein bisschen mehr wie ein Abenteurer und man ist frei. Weißt, in Australien haben wir bei den Sundays zum Beispiel eine Tour gebucht. Das war auch cool für uns. Diesen einen Tag war das gut. Es war echt teuer, aber es war auch schön. Ja. Aber was dann wirklich so immer der Punkt ist, du bist an diesem geilen Aussichtspunkt und dann heißt es so, jetzt alle Foto machen und dann und dann treffen wir uns hier und dann müsst ihr da sein. Und das habt ihr einfach nicht, wenn ihr allein unterwegs seid und ihr Spaß habt. Dann der nächste große Punkt ist, so viel wie möglich selber machen. Also sowohl im Voraus zu Hause, um zu sparen, als auch auf der Reise selber kochen. Einfach, wenn Alkohol zu trinken vielleicht nicht mehr bar, sondern sich Bier zu holen, gemütlich mit Freunden in den Garten zu setzen oder an den Strand oder irgendwie halt nicht so viel in Restaurants und Clubs zu gehen. Außer wenn das der Grund ist, warum ihr reist, dann macht das. Aber wenn man eben low-budget reist, ist es eher die Variante, dass man da so viel wie möglich selber macht. Ich glaube, wir waren insgesamt 3-mal was essen in Australien. Domino's Pizza zählt nicht. und sonst haben wir immer selber gekocht und es macht es halt auch Spaß. Ja. Und aber das ist auch so, bringt euch vielleicht selber kochen bei, ja, also zumindest irgendwie so Nudeln mit einer leckeren Tomatensauce. Also, es muss nicht Toast und Thunfisch sein. Es muss nicht Toast und Thunfisch sein, also Gemüse und alles ist, finden wir eigentlich auch wirklich günstig. Ja. Dann für Australien gibt es natürlich einige Punkte, die für den Rest nicht so zutreffen, aber das wäre, um es mal schnell einfach abzuzählen, Couchsurfing, eigenes Auto haben, im Auto schlafen, Mitfahrgelegenheiten suchen, Helpics machen, Workaways, solche Sachen. Selber kochen. Auto kaufen, wenn man lange genug dort ist. Ja, eben auf jeden Fall ein eigenes Auto haben. Lohnt sich, sagt man, Faustregel ab 6 Wochen. Ja, genau, so gibt es ein paar Sachen. Ansonsten, wenn man zu zweit unterwegs ist, spart man natürlich viel, weil in ganz vielen Gegenden zahlt es immer für ein Zimmer und nicht pro Person. Ja, zum Beispiel in Bali oder auf Bali. Überall in Asien haben wir, und auch in Peru und auch in Dingen eigentlich, haben wir immer pro Zimmer gezahlt. Ja. Und, selbst wenn ihr dann quasi allein unterwegs seid, vielleicht trifft ihr irgendeinen Travel Buddy oder keine Ahnung, dann reist mit denen, geht ins Zimmer. Oft war es so, teilweise war es echt so, dass halt dann, wenn man zu zweit ein Zimmer genommen hat, war das günstiger, als wenn man zwei Hostelbetten genommen hat. Oder gleich teuer, aber dafür ist halt ein eigenes Zimmer, ne? Ja.
dann zum Reisen noch ein Punkt, kostenlose Aktivitäten suchen. Also eben nicht irgendwelche Touren machen oder sowas die ganze Zeit, sondern schauen, was kann ich machen an Aktivitäten, was einfach kostenlos ist. Ja. Zum Beispiel den Sonnenuntergang angucken, das klingt so banal, das haben wir echt oft gemacht. Wandern gehen irgendwo oder sich Dinge angucken, einfach einen Stadtrundgang machen. Oder vielleicht statt mit der Bootstour wenigstens einfach nur mit der Local Ferry irgendwie rumfahren. Solche Sachen sind nicht kostenlos, aber wenigstens sehr günstig. Mit Couchsurfer einfach, die haben manchmal so coole Ideen, was man machen kann. Ja, Kühe melken gehen, das haben wir auch sonst nicht gemacht. Ja, einfach auch offen sein, neue Menschen kennenzulernen, ja. Die da immer so ein bisschen was erzählen. Genau, surfen. Gut, man braucht Equipment, aber wenn man es einmal hat, dann kann man das auch machen, wo man will. Oder was auch immer, alle Hobbys, die man hat. So. Ja, klettern, keine Ahnung, was man sich anzieht. Und zur Organisation von den ganzen Kosten, das ist doch so ein bisschen... Das, was eigentlich die Grundlage von allem war bei uns, war, wir haben echt alles aufgeschrieben. Oder ich habe das eigentlich immer gemacht. ich hatte eine Tabelle, die war gegliedert in Unterkunft, Essen und Trinken, Transport, Aktivitäten und Sonstiges. Und dann am Ende das Gesamtergebnis von dem Tag. Und dann haben wir jeden Tag aufgeschrieben, was wir ausgegeben haben. Und so behält man im Blick, was man ausgibt. Und auch haben wir uns ein Budget gesetzt. Das war eben diese 20 Euro pro Tag. In Australien war es dann 25 australische Dollar pro Tag. Und da wollten wir möglichst nicht drüber gehen. Oder du kannst dir den Durchschnitt dann anzeigen lassen und siehst, okay, wie viel Spielraum haben wir einfach noch? Und damit kann man dann auch sehr gut einfach in Zukunft planen, wie weit kommen wir mit dem Geld noch? Oder wie viel haben wir übrig für Extrabus? Für uns war das einfach auch dann mit der Zeit so ein Spiel, unser Budget einzuhalten. Es war immer, es hat sich voll geil angefühlt, wenn wir den Schnitt wieder gesenkt haben. Und es war immer schon fast ein bisschen irre, wenn wir den Schnitt wieder hochgetrieben haben. Allerdings würde ich sagen, passt da auf, weil wir haben uns manchmal, glaube ich, ein bisschen zu sehr von diesem Schnitt rumdiktieren lassen, weil wir dann echt manche Sachen nicht gemacht haben, weil wir gesagt haben, das passt nicht ins Budget. Weil es aber blöd war. Ja, ich und deswegen, nicht den Genuss vergessen. Ja, deswegen wollen wir abschließend sagen, es ist cool oder mal ganz spannend und interessant, so low-budget unterwegs zu sein. Wenn ihr das wollt natürlich nur, ne? Also nicht, wenn ihr irgendwie so Party-Leute, Party-Liebe seid, dann macht Party, gibt halt mehr Geld aus, gehört auch dazu. Ja, aber wenn ihr diesen Low-Budget reist, dann lasst euch nicht zu sehr davon irgendwie beeinflussen, sondern wirklich, dann holt euch doch halt lieber mal, wenn ihr am Sonnenuntergang seid, dann holt euch doch mal lieber ein Bier, auch wenn es gerade nicht ins Budget reinpasst. Oder macht doch noch mal eine geführte Tour oder schlaft doch auf diesem einen Campingplatz am Strand, wo es wunderschön ist, der halt vielleicht 5 Euro mehr kostet. Das glaube ich, unser größter Low-Budget-Fauxpas hier noch als kleines Extra. Ja, also wir sind nicht in Esperance auf den Campingplatz gegangen. Weil es nicht reingepasst hat. Esperance, erinnert euch, Lucky Bay, ey, der schönste Ort auf der Erde gefühlt. Für mich so ein happy place. Wir waren dort so glücklich. Und da war ein Campingplatz direkt am Strand. Ja. Wir haben da nicht geschlafen, weil es uns zu teuer war. So, und das sind halt nachher solche Sachen, die bereut man nachher mehr. Diese 10 Euro oder was, die hätten keinen getötet. Ja, also das hätten wir überlebt. Ja, echt. Natürlich, man muss halt trotzdem auch... Wie gesagt, wenn man das immer, immer dann macht, sagt auch da nochmal 10 Euro und da nochmal 10 Euro, geht es natürlich in den Geldbeutel. Aber manchmal da muss man dann doch überlegen, ist diese Erfahrung, kann man die überhaupt in Geld aufwiegen? Und das wäre in Esperance nicht so gewesen. Das übertrifft es bei weitem, finde ich, an diesem geilen Strand zu schlafen, wie die 10 Dollar pro Person, die man dafür ausgibt. Ja. So. Das war es abschließend. So. Wir hoffen, das war ein bisschen aufschlussreich. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, schreibt sie in die Kommentare. Und wir beantworten auch gerne alles. Oder wir keine so regelmäßigen Videos mehr machen. Ja. Die Antworten kommen und wir freuen uns trotzdem über alle Leute, die uns schreiben. Uns erreichen immer noch mich vor allem fast täglich Nachrichten, dass ihr bestimmte Videos guckt und dass euch das irgendwie berührt. Und danke, es ist voll schön, dass ihr daran immer noch so viel Spaß habt, auch wenn wir nicht mehr so aktiv sind. Danke fürs Anschauen bis hierhin und wir sehen uns von unserem nächsten Projekt ziemlich sicher. Wir sehen uns bis beim nächsten Mal. Ciao!